Hallo, heute machen wir Grillbrote aus der Rezeptsammlung Band 2. Wir benötigen Weizenmehl, Salz, Brotgewürz, Hefe, Essig, Honig, und Wasser. Den Teig teilen wir jetzt in 5 gleich große Stücke. Aus unserem Brotteig möchten wir heute verschiedene Grillbrote herstellen. Zum einen mit gehackten Walnüssen, eingelegter Tomate, Olive, Basilikum und mit Zwiebelspeck und Petersilie. Die Zutaten werden gleich nach dem Kneten mit der Hand untergearbeitet. Wir geben den Teig mit den gleichen Zutaten in eine Schüssel. Decken das Ganze mit einer Gärfolie ab und lassen den Teig 2 Stunden ruhen. Der Teig ist jetzt aufgegangen und wir werden ihn jetzt portionieren. Wir portionieren die Teiglinge und bringen ihn für die Stückhaare gleich in eine längliche Form. Den Teig lassen wir jetzt für weitere 10 Minuten auf der Arbeitsfläche ruhen. Die Stückhaare ist vorbei. Und jetzt drehen und zwirbeln wir das Brot im Mehl. Jetzt können die Brote eingeschossen werden. Viel Spaß beim Nachbacken!